Heute geht's um innere Schönheit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja gelesen, worum es heute geht, nämlich um das Thema innere Schönheit. Und meiner Meinung nach kann man innere Schönheit aus mehreren Perspektiven betrachten. Das machen wir auch heute. Ich finde, wenn man sich mit sich selbst bzw. mit dem Inneren beschäftigt, also mit dem Thema Mindset und Selbstliebe und Selbstachtung und Selbstwertgefühl, das kann alles dazu führen, dass man von innen raus schön wird. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass man sagt, du strahlst so von innen. Und das kann euch sogar jemand sagen, wenn ihr komplett ungeschminkt seid und wirklich gar nicht darauf achtet, wie ihr heute aussieht. Das ist für mich innere Schönheit und das kann man tatsächlich ein bisschen beeinflussen bzw. lernen. Und zwar ist das große Thema da Selbstliebe. Das Wort ist ein bisschen schwierig, es klingt so ein bisschen nach Narzissmus oder nach Egoismus, hat damit aber überhaupt gar nichts zu tun, sondern einfach nur, dass ihr euch um euch selbst kümmert und euch was Gutes tut. Ich möchte jetzt gar nicht hier so weit ins Detail gehen, denn ich habe auf meinem Kanal schon einige Selbstliebe-Videos gemacht. Ich verlinke euch zum Beispiel einmal eins hier oben. Da habe ich euch zum einen gesagt, was ist Selbstliebe überhaupt und wie kann man das lernen. Aber jetzt nochmal die groben Tipps überhaupt. Sei einfach nett zu dir selbst. Sei selbst deine beste Freundin, dein bester Freund und behandle dich so, wie du jemanden behandeln würdest, den du liebst. Zum Beispiel, du hast gerade irgendwas verbockt, du hast bei irgendwas versagt oder dir geht es einfach schlecht. Und in solchen Momenten sind wir leider so, dass man dann noch härter zu sich ist, dass man sagt, das war doch klar, dass du das verbockt hast und du bist ja schlecht und es war ja irgendwie vorauszusehen und es geschieht dir recht und so und bist du doof und bist du blöd und bist du scheiße oder bist du hässlich. Solche Dinge sagen wir ganz, ganz oft zu uns in Gedanken und daran kann man und sollten wir auch alle arbeiten, denn das ist überhaupt nicht gut. Und auch das führt dazu, dass ihr quasi innerlich verkommt und euch ja selbst hasst eigentlich oder selbst nicht mögt. Und das strahlt ihr auch tatsächlich aus. Aber wie gesagt, da gibt es ein ganzes Video darüber auf meinem Kanal und auch im Dezember wird super viel zu diesem Thema auf meinem Kanal kommen. Wenn euch das interessiert, dann schaut wie gesagt in der Infobox vorbei. Da ist einmal das Selbstliebe-Video mit ganz vielen Tipps und wie gesagt, bald geht's los im Dezember. Neben diesem riesen komplexen Thema, was aber wie gesagt super wichtig ist, gibt es natürlich auch noch andere Perspektiven hinsichtlich innerer Schönheit. Und zwar die Dinge, die ihr euch zuführt. Und ihr habt ja schon im Titel gelesen, gleich geht es auch noch um Superfoods und so weiter. Aber das A und O ist ja tatsächlich der Tipp Nummer 1. Trinkt ganz viel Wasser. Das tut euch gut, das tut eurem Organismus gut und das tut eurer Haut und eurem Aussehen und eurer inneren äußerlichen Schönheit gut. Und neben diesen Superfoods, auf die ich gleich eingehen werde, die ja auch dann entweder über die Ernährung aufgenommen werden oder eben durch Nahrungsergänzungsmittel, gibt es auch noch einen Aspekt, den ich kurz ansprechen möchte. Und zwar sind gewisse Stoffe dafür bekannt, gut zu sein gegen Hautalterung, gegen Falten, für die Hautelastizität und so weiter. Und ihr habt bestimmt schon mal gehört von Hyaluron und Kollagen. Und das kennt man, wie gesagt, eigentlich nur vom Äußeren, also dass man das außen auf die Haut auftragt und die Haut damit unterstützt. Aber man kann sowas auch von innen heraus unterstützen. Und da teste ich jetzt die nächsten Wochen ein Produkt. Und zwar nennt sich das Kollagen. Und das beinhaltet eben diese beiden Stoffe, die die Haut verbessern sollen. Das heißt hinsichtlich Falten, hinsichtlich der Hautfeuchte und so weiter. Das ist eine Kur, die man durchführen kann. Weitere Infos verlinke ich euch mal in der Infobox und auch die Internetseite und ich bin gespannt, was so die nächsten Wochen da passiert. Das ist übrigens ein Pulver, das man jeden Morgen zu sich nimmt, mit Wasser verdünnt und einfach ja, trinkt. Kollagen und Hyaluron sind auch körpereigene Stoffe, die aber ab dem 25. Lebensjahr nicht mehr genügend im Körper hergestellt werden können, womit dann quasi die Hautalterung eintritt. Und dem kann man einfach ein bisschen entgegenwirken. Das ist auch klinisch getestet und ist jetzt kein Schrottprodukt, was man einfach online bestellen kann, sondern das gibt es in der Apotheke. Ich werde in den nächsten Wochen zusammen mit euch 100% ehrlich und authentisch mit euch einen Test durchführen. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Wochen das Kollagen zu mir nehmen und ihr könnt quasi live mitverfolgen, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Denn neben Kollagen und Hyaluron sind auch ganz viele andere Vitamin- und Mineralstoffe in diesem Produkt enthalten, was ich ganz gut finde, warum ich mich auch dazu entschieden habe, diesen Test durchzuführen. Und es soll einfach die Haut von innen ein bisschen unterstützen und sich positiv darauf auswirken und soll auch keine Nebenwirkung haben. Das werden wir sehen. Wie gesagt, ich bin da 100%ig ehrlich mit euch und bin gespannt.
Und jetzt kommen wir aber zu den Superfoods. Man hört überall und ich dachte, es geht bestimmt nicht nur mir so, dass man gar nicht weiß, was sind Superfoods jetzt überhaupt. Einmal klipp und klar, es sind keine neuen Lebensmittel. Das sind einfach nur Lebensmittel, die schon seit Jahrtausenden von irgendwelchen Kulturen für irgendwas positiv genutzt werden, sei es jetzt körperlich oder äußerlich. Und es gibt eben spezielle Superfoods, die sich auf die Schönheit auswirken sollen und deswegen auch von mir irgendwie als innere Schönheit interpretiert, beziehungsweise innere Schönheitsmittel. Und deswegen stelle ich euch mal ein paar vor. Legen wir jetzt mal los mit der Avocado. Ja, der Trendfrucht, den Trendgemüse, was ist es eigentlich? Der letzten Jahre, auch ein Favorit meinerseits. Die Avocado hat neben den gesunden Fetten, was man ja schon öfter gehört hat, eine Riesenladung an Vitamin B und E und Aminosäuren. Und das führt dazu, dass die Haut eben auch mit Feuchtigkeit von innen versorgt wird und zum Beispiel die Haut den kalten Wintermonaten trotzt und eben die Feuchtigkeitsbalance der Haut ein bisschen unterstützt wird. Die Acai-Beere oder Acai-Beere, je nachdem, wie ihr es aussprechen mögt, ist der Faltenkiller schlechthin, denn sie hat neben ganz vielen Vitaminen auch ganz viele Antioxidantien und die sind super gegen die Hautalterung oder beziehungsweise gegen den Hautalterungsprozess und sie schützen die Haut auch vor Hautschäden. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr ganz viel Acai-Beeren zu euch nehmen müsst und dann euch nicht mehr eincremen müsst, aber das unterstützt einfach alles von innen und ist auch für die Haut sehr feuchtigkeitsspendend. Ich bin gespannt, ob ihr beim nächsten Superfood eher bäh oder yummy schreit. Und zwar handelt es sich um Brokkoli. Ich mag den persönlich sehr gerne. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Brokkoli mögt. Und Brokkoli ist super gut, weil es ganz viel Vitamin C hat und das wiederum kurbelt die Bildung von Kollagen an. Kollagen haben wir ja eben schon gehört und ist zudem noch antioxidativ. Außerdem beinhaltet Brokkoli noch den Pflanzenstoff Sulforaphan. Schwieriges Wort. Das soll gegen Falten wirken. Also auch hier ein echtes Superfood und auch ein Booster für die innere Schönheit. Beziehungsweise die Schönheit von innen geboostet, die sich dann nach außen trägt. Weiter geht's mit dem nächsten Superfood und zwar mit dem Trendding neben der Avocado in den letzten Jahren und zwar Chiasamen. Wer hat nicht von Chia-Pudding oder sonstigen Dingern gehört? Und warum sind die so gut? Nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Schönheit. Die enthalten mehr Protein als andere Samen bzw. Weizenprodukte und so weiter und sind von daher schon mal ganz gut. Außerdem haben Chiasamen einen ziemlich hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, also den guten Fetten, die eben auch Entzündungen entgegenwirken. Das heißt, sie sind gut gegen Mitesser und Pickel. Die Samen enthalten zudem Vitamin B3 und auch Zink und diese Kombination hilft bei Schuppenbildung oder auch bei Rötung und sorgt auch dafür, dass die Haut schön geschmeidig bleibt oder wird. Ich bin mir sicher, auch vom nächsten Superfood habt ihr alle schon gehört und zwar ist das die Goji-Beere. Die findet man mittlerweile auch überall als Müsli-Topping und so weiter. Und was macht jetzt diese Frucht so besonders, beziehungsweise diese Beere? Die hat einen ganz hohen Gehalt an Vitamin C und Vitamin B und ist auch hochgradig antioxidativ. Das heißt, sie stimuliert die Zellerneuerung und soll auch bei der Hautalterung entgegenwirken. Also ist ein Schutz für die Haut, für die Zellerneuerung und soll auch, wie gesagt, die Hautalterung bremsen. Das nächste Superfood ist genauso simpel, aber doch so spektakulär und jeder von uns kennt es, und zwar die Kokosnuss. Das Kokoswasser zum Beispiel enthält viele Elektrolyte, die den Stoffwechsel ankurbeln und dazu gibt es noch eine antioxidative Wirkung und eine Anregung für die Zellerneuerung. Und außerdem soll der Hautalterungsprozess dadurch auch noch verlangsamt werden. Aber nicht nur das Kokoswasser hat es in sich, sondern auch das allseits bekannte Kokosöl. Auch das wendet man ja ganz oft von außen an, zum Beispiel für die Lippenpflege, für die Haarpflege oder auch für raue Hautstellen. Aber auch von innen heraus kann das Kokosöl Feuchtigkeit spenden und es wirkt zudem auch noch antibakteriell. Beim nächsten Superfood bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jeder kennt. Die sich für die indische Küche interessieren, die gerne indisch essen gehen, die kennen vielleicht, es geht um Kurkuma. Kurkuma ist ja gelb und dieser Stoff, der auch das ganze Gelb färbt, der ist auch antibakteriell. Außerdem ist Kurkuma gut, um die Talgproduktion der Haut zu regulieren. Und es hat sogar einen positiven Effekt bei Hyperpigmentierung. Das heißt, es ist eigentlich für mich ganz interessant. Soll ich mich mal näher damit beschäftigen, denn ich habe ja hier auch an den Wangen und an der Stirn diese Hyperpigmentierung, diese Pigmentflecken und das soll durch Kurkuma auch von innen heraus reguliert und abgeschwächt werden. Das nächste Superfood, das ich euch vorstellen möchte, ist wiederum ein bisschen bekannter und zwar handelt es sich um Matcha. Und Matcha hat positive Eigenschaften, um entzündungswirkend und antibakteriell zu sein und soll somit bei der Talgproduktion bzw. bei öliger und fettiger Haut hilfreich sein.
Zudem beinhaltet Matcha auch ganz viele Aminosäuren und die sind dazu da, die Zellen zu schützen. Das heißt, freie Radikale haben dann nicht so leicht in eure Haut einzudringen und sie zu schädigen. Ja, und das war's jetzt auch schon mit den Superfoods. Ihr könnt mir gerne mal eure Lieblings-Superfoods in die Kommentare schreiben. Auch gerne welche, die jetzt heute nicht dabei waren. Lasst uns da gerne untereinander ein bisschen austauschen. Was haltet ihr auch von innerer Schönheit? Gibt es jemanden, der für euch jetzt nicht so die Schönheitsideale erfüllt, aber für euch einfach der schönste Mensch ist, weil er von innen heraus so schön ist, weil er von innen heraus so strahlt? Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Und falls ihr schon mal Erfahrung gemacht habt mit Nahrungsergänzungsmitteln, nicht mit irgendeinem Humbug, sondern wirklich mit Dingen, die es in der Apotheke gibt und die auch klinisch getestet sind, dann könnt ihr mir auch das gerne in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, alle Informationen zu dem Kolyalen findet ihr da und könnt euch da gerne mal selber ein Bild von machen. Oder eben, ihr folgt mir weiterhin und wir schauen uns gemeinsam an, was so die nächsten Wochen passiert. Ich verlinke euch hier neben nochmal zwei weitere Videos von mir. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne da vorbeischauen oder auch meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt auch gerne unten nochmal die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr nichts mehr. Denn ihr dürft auf gar keinen Fall den Dezember auf meinem Kanal verpassen, denn es wird jeden Tag eine riesen fette Adventsverlosung geben. Es gibt einen Adventskalender auf meinem Kanal mit riesen fetten Preisen, aber auch mit ganz schönem Inhalt. Also freut euch da schon mal drauf. Ich freue mich riesig, euch das alles zu geben. Es wird bombastisch. Verpasst es nicht. Und lasst mir einen Daumen oben da. Das würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Video.